Warum und vor allem wie wurde eigentlich die Familie Malfoy reich? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video dreht sich alles um den faszinierenden Reichtum in der Zaubererwelt. Es ist ein heißes Thema, über das die Leute sprechen wollen. Ich habe bereits einige Fragen beantwortet, wie zum Beispiel, warum Harry Potter reich war und warum die Weasleys arm waren. Heute geht es um die Familie Malfoy. Lucius Malfoy besitzt erstaunliche 1,3 Milliarden US-Dollar oder 943 Millionen Pfund. Das entspricht etwa 189 Millionen Galleonen, wenn wir es in der Währung der Zauberer umrechnen. Erstaunlicherweise sind die Malfoys möglicherweise nicht die reichste, aber sie gehören sicherlich zu den Top 3 Familien in der Zaubererwelt. Die Zaubererwelt hat eine Wirtschaft wie unsere, mit Tauschmitteln und einem Finanzsystem. Natürlich haben sie auch ihre eigene Währung, darunter Galleon, Sichel und Knuts. Galleonen sind die größte Form der Währung und entsprechen etwa 17 Sicheln und 493 Knuts. Wenn wir an die Malfoys denken, haben die meisten Menschen bestimmte Assoziationen. Doch diese Worte haben kaum eine positive Bedeutung. Wenn jemand Malfoy sagt, denkt man in der Regel an einen Fanatiker oder Vorurteile. Aber dieser Ruf wurde durch Jahrhunderte der Intoleranz erworben. Tatsächlich stammt der Name Malfoy aus dem Altfranzösischen und bedeutet wörtlich böser Glaube. Diese Eigenschaften wurden ihnen quasi in die Wiege gelegt und erst mit der Zeit hat sich diese Intoleranz etwas verringert. Historisch gesehen sind sie eine wohlhabende Familie. Moralisch fragwürdige Hexen und Zauberer, die sich amüsieren, wenn sie auf frischer Tat ertappt werden und sich hämisch freuen, wenn sie eine Machtposition innehaben. Wie kam also diese Familie zu ihrem immensen Reichtum? Nun, ich bin dabei, ihr schmutziges Geheimnis zu lüften. Sie sind nämlich ausschließlich durch den Handel mit Muggelgeld reich geworden. Ähnlich wie viele andere Stammväter englischer Adelsfamilien kamen die Malfoys mit Wilhelm dem Eroberer als Teil der normannischen Invasionsarmee nach Großbritannien. Nachdem sie König Wilhelm I. unbekannte, zwielichtige und sicherlich magische Dienste geleistet hatten, erhielt Malfoy ein erstklassiges Stück Land in Wiltshire, das den örtlichen Landbesitzern einfach entrissen wurde. Unter diesem Land haben seine Nachkommen seit 10 aufeinanderfolgenden Jahrhunderten gelebt. Ein gerissener Vorfahre von ihnen verkörperte viele der Eigenschaften, die die Familie bis heute auszeichnen. Historisch gesehen hatten sie schon immer den Ruf, ein schlüpfriger Haufen zu sein, der überall nach Macht und Ruhm strebt, wie ihr Name andeutet. Trotz ihres Eintretens für die reinblütigen Werte und ihres zweifellos aufrichtigen Glaubens an die Überlegenheit der Zauberer über Muggel, waren die Malfoys nie bereit, sich bei der nichtmagischen Gemeinschaft einzuschmeicheln, wenn es ihnen nicht passte. Das Ergebnis ist, dass sie eine der reichsten Zaubererfamilien Großbritanniens sind. Seit vielen Jahren wird gemunkelt, wenn auch nie bewiesen wurde, dass die Familie über Jahrhunderte hinweg erfolgreich mit Muggelgeld und Vermögen gehandelt hat. Über die Jahrhunderte hinweg ist es ihnen gelungen, ihre Ländereien, Schätze und Kunstwerke in ihrer immer größer werdenden Sammlung von Werten zu vermehren. Sie haben diese Position übernommen, weil sie nicht untätig herumsitzen und Muggel hassen wollten. Sie wollten das Wort verbreiten und jeden verachten, der sich mit Muggelgeborenen verbrüderte. Sie waren sogar der Meinung, dass Hexen und Zauberer, die sich mit Muggeln einließen, keine magischen Talente besaßen. Diese völlig verzerrte Sichtweise entstand wahrscheinlich aus Hass. Im Jahr 1675 sagte der Vorfahre Folgendes: Ist es nicht eine schreckliche Ironie, dass der unermessliche Reichtum, auf den sie so stolz sind, aus genau dem stammt, was sie zu hassen schwören? Diese Heuchlerei existiert jedoch schon seit einiger Zeit. Einer der Vorfahren der Malfoys, Brutus Malfoy, sagte einmal Folgendes: Nichts ist ein sicheres Zeichen für schwache Magie als eine Schwäche für nichtmagische Gesellschaft. Wie sich herausstellt, war genau dieser Brutus Malfoy der Mann, der auf einem Haufen von Muggelgeldern saß und auch der Herausgeber der Anti-Muggel-Zeitschrift Warlock war. Er sagte: Jeder Zauberer, der eine Vorliebe für die Gesellschaft von Muggeln zeigt, ist von geringer Intelligenz. Dennoch haben die Malfoys immer eine Grenze gezogen, wenn es um die Verbrüderung mit Muggeln ging. Und diese Grenze bezog sich natürlich auf ihren Wohlstand. Isidore Malfoy, der William der Eroberer diente, erhielt im Austausch für seine Dienste natürlich Land. Doch das war nicht die einzige Quelle ihres Reichtums. Die Malfoys haben auch Gemälde, Gold, Juwelen und alle anderen möglichen Arten von wertvollen Gütern angehäuft, weil sie sich mit reichen Muggeln verbrüdert haben.
Historisch gesehen gab es in diesen Kreisen eine scharfe Unterscheidung zwischen armen Muggeln und denjenigen mit Reichtum und Macht. Bis zur Verhängung des Geheimhaltungsgesetzes im Jahr 1692 war die Familie Malfoy in den höchsten gesellschaftlichen Kreisen aktiv. Es heißt, ihr energischer Widerstand gegen die Einführung des Gesetzes sei zum Teil darauf zurückzuführen, dass sie sich aus dieser angenehmen Sphäre des gesellschaftlichen Lebens zurückziehen mussten. Obwohl dies von nachfolgenden Generationen vehement bestritten wird, gibt es reichlich Beweise dafür, dass der erste Lucius Malfoy ein erfolgloser Anwärter auf die Hand von Elisabeth I. war. Einige Zauberer-Historiker behaupten, dass die spätere Ablehnung der Heirat durch die Königin auf einen Fluch zurückzuführen sei. Die Malfoys erkannten, dass der Widerstand gegen das Statut der Geheimhaltung ihr Lebensziel bedrohte. Diese Erkenntnis führte jedoch nicht dazu, dass sie ihre Position komplett änderten und eine blühende Haltung für die Trennung der beiden Welten vertraten. Mit einem gesunden Maß an Selbsterhaltung, das die meisten ihrer Handlungen im Laufe des Jahrhunderts oder der Jahrhunderte kennzeichnete, hörten die Malfoys nach der Verabschiedung des Geheimhaltungsgesetzes auf, sich mit Muggeln zu verbrüdern, egal wie wohlhabend diese waren. Sie akzeptierten, dass weiterer Widerstand und Proteste sie nur aus dem neuen Zentrum der Macht im neuen geschaffenen Zaubereiministerium entfernen würden. Deshalb hielten sie sich von Muggeln fern und blieben deshalb nur auf der reichen Seite der Zauberer. Die Malfoys vollzogen eine abrupte Kehrtwende und unterstützten das Statut ebenso lautstark wie diejenigen, die es von Anfang an befürwortet hatten. Sie beeilten sich zu leugnen, dass sie jemals mit Muggeln verkehrt hatten. In typischer Manier zog die Familie den Schwanz ein und änderte offen ihren Standpunkt, als sie erkannte, dass das Gesetz eingeführt werden würde, ob es ihnen nun gefiel oder nicht. Diese Art von Verhalten passt zu den Malfoys und erinnert an Lucius Malfoy, der ein gläubiger Todesser war, solange Voldemort an der Macht war, aber im Nu die Seiten gewechselt hätte, wenn er eine Chance auf Voldemorts Untergang erkannt hätte. Mit der Zeit, ohne die Versorgung mit Juwelen und Gütern, die früher von Muggeln kamen, wurde ihre Verachtung ihnen gegenüber wirklich echt. Das ist die massive heuchlerische Wahrheit über die Malfoys und der Grund für ihren immensen Reichtum. Ich bin mir sicher, wenn man Lucius oder Draco Malfoy fragen würde, wie die Familie ihren Reichtum angehäuft hat, würden sie eine ganz andere Antwort geben. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich freuen über ein Abo und einen Daumen nach oben. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.